bin ich wieder. Dienstagmorgen. Ich will die ganze Zeit Montag sagen, weil ich heute wieder anfange zu arbeiten. Ja, ich habe gerade meine Tasche gepackt und irgendwie muss ich gar nicht so viel mitnehmen. Also ich meine, ich werde noch Handschuhe mitnehmen, weil ich im Zug definitiv nicht ohne Handschuhe meine Fahrkarte kaufen werde. Und wie ihr gerade gesehen habt, ich habe keine Atemschutzmaske. Ich meine, es ist zwar noch nicht Pflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln, aber ich meine, ich war jetzt seit 4 Wochen nicht mehr draußen in der Welt quasi. Ich habe absolut gar keine Ahnung, ob überhaupt Leute im Zug sein werden außer mir. Und wenn ja, will ich aber definitiv diesen Schal vorm Mund tragen, nicht um mich nicht anzustecken, sondern für den Fall, dass ich irgendetwas haben könnte, weil man weiß es ja nicht. Ich meine, die Chance, dass ich irgendwas habe, ist so klein eigentlich, weil als das Ganze anfing, wie gesagt, war ich eigentlich schon zu Hause und ich bin ja seitdem auch nur noch zu Hause. Also ich könnte es eigentlich nur von meinen Eltern haben. Mein Papa war in der Arbeit, Mama war einkaufen und die könnten es haben und mir dann übertragen. Sprich, aber die müssten auch dann keine Symptome zeigen, weil den beiden geht es auch gut. Also ich habe es hundertprozentig eigentlich nicht, aber sicher ist sicher. Ich möchte nicht verantwortlich sein, dass irgendwer irgendwas kriegt, meinetwegen. Genauso möchte ich mich nicht von irgendwem anstecken, um dann meine Eltern anzustecken oder meine Geschwister. Das wäre auch nicht schön. Ja. Aber ich freue mich auf die Arbeit jetzt gleich. Ich freue mich wirklich auf die Arbeit, weil das ist gerade mein normaler Tagesablauf und ich mag das sehr gern. Ja, ich bin gespannt, wie das heute alles wird, ehrlich gesagt. Ich bin wirklich gespannt. Ich weiß auch noch nicht genau, wie ich das alles mache mit Handschuhen und so. Ich habe mir jetzt nichts mitgenommen. Normalerweise lese ich im Zug immer. Aber ich meine, es wäre dämlich, wenn ich im Zug Handschuhe anhabe, um die Fahrkarte zu kaufen, sie dann ausziehe. Und wenn ich sie ausziehe, muss ich sie fast wegschmeißen. Dann wieder, also dann lese, weil ich möchte nicht mit den Handschuhen, mit denen ich das Touchpad angefasst habe, dann mein Buch anfassen. Ich weiß zwar nicht, wie in diesen Sachen denn die Übertragung ist, aber hey, mal schauen. So, hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Es ist der nächste Morgen. Es war tatsächlich gar nicht so, wie ich dachte. Also im Zug hatte ich keinen Mundschutz gebraucht, weil tatsächlich so wenige Leute mitfahren, dass man den Abstand locker gewährleisten kann. Und ich hatte Handschuhe an in der Früh, einfach weil ich mir eine Fahrkarte kaufen musste und mit dem Tür aufmachen und so war mir das einfach sicherer, aber sonst war da gar nichts. Also ich war ehrlich gesagt überrascht, dass auch so wenige Leute Handschuhe an hatten und beziehungsweise oder Mundschutz. Anscheinend finden die das alle nicht für nötig, ich weiß nicht. Ich mache halt jetzt immer die Tür mit dem Jackenärmel auf und ich halte mich auch nirgendwo mehr fest, deswegen werde ich auch keine Handschuhe mehr anziehen. Aber ich nehme sie mit für den Fall, dass irgendwas ist. Tatsächlich hat meine Mama auch von irgendwoher einen Mundschutz rausgekramt. Den hat sie wohl mal von einem Zahnarzt bekommen, den hätte ich aufsetzen können. Wie gesagt, war aber nicht nötig, genauso wenig in der Arbeit. Also es sind ja momentan eh nur die Azubis da und der Laden ist ziemlich groß. Also wir haben genügend Platz, um Abstand zu halten. Von dem her ist das auch kein Problem. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht die Woche, aber ich bin wirklich froh, dass ich wieder arbeiten kann und ich sollte jetzt auch wieder weiter meine Tasche packen. Ich werde heute auch wieder ein Buch mitnehmen, dadurch, dass ich nichts anfassen werde, kann ich natürlich mein Buch anfassen oder Kopfhörer oder beides. Mal schauen. Genau, aber soweit läuft alles gut. So, willkommen zurück. Ihr seht mich gerade ein bisschen schief, aber das ist okay. Ich bin von der Arbeit zurück. Es ist jetzt 5:30. Ich durfte früher gehen, weil ich früher angefangen habe. Und ich habe so Hunger, aber es dauert noch eine halbe Stunde bis zum Essen. Und ich weiß nicht genau, was ich jetzt mache. Ich bin super müde gerade. Irgendwie ist es gerade komisch, weil ich nicht viel in der Arbeit mache. Es sind halt so Arbeiten, die man sonst nicht macht.
Und ich muss mir relativ was suchen, weil es sind keine Kunden da. Die anderen machen alle Inventur und ich bin so am Aufräumen den ganzen Tag eigentlich. Dann mal hin und wieder zur Post gehen. Ja, ich bin trotzdem total müde. Mal schauen, heute Abend will ich auf jeden Fall Metal Heart zeichnen, unbedingt. Ich habe noch nichts, naja gut, ich habe die Skizzen gezeichnet, hey, immerhin, aber Sonntag muss es rauskommen und es ist einfach schon Mittwoch und oh, ich weiß nicht, wo das noch hinführen soll, aber ja, gucken wir mal, wie weit ich heute komme. Ich melde mich mal wieder zurück. Hi, ich bin gerade zu faul, mein Stativ aufzubauen, ehrlich gesagt. Es ist die nächste Woche. Ich habe mir das Wochenende mal gegönnt, weil ich mir dachte, ich muss ja auch nicht immer super produktiv sein. Und außerdem konnte ich mich mal wieder mit meinem Freund treffen und das musste ich ausnutzen, wenn man sich nach 6 Wochen schon mal wieder sieht. Auf jeden Fall habe ich sehr viel zu tun. Es ist jetzt 6:30 schon wieder und ich habe keinen Plan, wie ich überhaupt alles schaffen soll. Ich habe auch gestern hätte ich eigentlich Metal Heart hochladen sollen. Habe ich natürlich nicht. Ich habe immer noch nur 2 Seiten. Ich bin, glaube ich, die schlechteste Person, wenn es darum geht, die eigenen Deadlines einzuhalten. Ich weiß nicht, wie oft ich da schon gesagt habe, ach, dann mache ich es halt nächste Woche. Ja, aber jetzt muss ich halt wirklich, wir hätten diese Woche eigentlich wieder Berufsschule und die fällt natürlich aus wegen Corona und jetzt bin ich aber Vollzeit in der Arbeit, weil wir auch Inventur machen und wir Azubis werden Vollzeit bezahlt und nicht Kurzarbeit und ja, ich komme halt, also ich stehe jetzt gerade in der Früh um 5:30 auf, fahre dann in die Arbeit und komme dann um 5:30 wieder heim und dann esse ich und dann habe ich nur noch ein paar Stunden, bis ich mich eigentlich wieder hinlegen muss, wenn ich 8 Stunden Schlaf haben will. Und die brauche ich momentan auch, weil sonst penne ich ein bei der Inventur und das geht so nicht. Ja, aber erstmal, genau, wir hätten eigentlich Schule und jetzt muss ich Schulzeug machen, was noch fehlt. Was ich nicht verstehe, warum man uns das nicht vorher einfach schon gesagt hat, dass man das noch braucht, weil es eine Note ist. Ja, mal gucken. Ich weiß, ich habe das irgendwo. Ich hoffe. Ich meine, es geht um eine Präsentation. Ich glaube, ich habe die irgendwo schon drin. Ich weiß nur nicht genau wo. Ich muss gucken. Aber ich werde sie finden. Drückt mir die Daumen, dass ich es eigentlich schon fertig habe und nur nicht mehr weiß. Das wäre sehr, sehr, sehr hilfreich und sehr schön. Ich glaube, ich habe meine Präsentation gefunden. Und so wie es aussieht, ist sie so gut wie fertig, beziehungsweise sie ist fertig.
Ich werde sie mir jetzt noch einmal komplett durchschauen und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob man Drucktechnik in Englisch wirklich als Printmaking schreibt. But who cares? I don't care. Es ist sowieso nur eine scheiß mündliche Note, denke ich, hoffe ich, ich weiß nicht. Und in Englisch habe ich dieses Jahr sowieso irgendwie verkackt. Ich gebe das einfach ab und dann hat sich die Sache. Dann habe ich nämlich den Stress erledigt und kann mich voll und ganz auf meinen Webcomic konzentrieren. So, hallo, willkommen zurück. Es ist inzwischen Mittwoch. Ja, es ist Mittwoch. Und genau, ich bin müde. Ich weiß gar nicht, was ich euch erzählen soll. Was wollte ich sagen? Genau, ich bin in der Arbeit, wie ihr schon wisst. Und wir haben jetzt letzte Woche die ganze Zeit Inventur gemacht und jetzt putzen wir den Laden. Und ich bin so müde, ich könnte echt ins Bett fallen und einschlafen gerade. Aber ich werde natürlich Metalheart weiterzeichnen. Ich habe, glaube ich, gestern die Seite 5 und 6 fertig bekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, heute Abend, heute ist Mittwoch, ja, genau in einer halben Stunde, um 19 Uhr, kommt ein neues Video hier auf den Kanal. Beziehungsweise jetzt, wenn ihr dieses Video seht, ist es wieder ein altes Video, nämlich das 1000 Dinge zeichnen, Nummer 5. Man merkt vielleicht, dass ich müde bin. Irgendwie ist mein Kopf gerade nicht so wirklich da. Genau, und bis dahin werde ich aber noch ein paar Dehnübungen machen und ein bisschen meinen Rücken bewegen. Für Sport bin ich gerade echt zu müde, aber zumindest so ein bisschen. Ich merke es in den Beinen und vor allem im Rücken, dieses ganze Bücher ausräumen, Regal wischen, Bücher wieder einräumen, nächste Bücher ausräumen, Regal wischen, Bücher wieder einräumen und so weiter ist ein bisschen blöd für den Rücken und ja, ich sollte wirklich was tun und ich sollte wirklich mehr schlafen. So, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück. Es ist Freitag. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal gefilmt habe. Ich glaube am Dienstag, Mittwoch, wie auch immer. Ich bin hundemüde. Ich bin so froh, dass diese Woche vorbei ist. Wir haben die letzten 3 Tage komplett durchgeputzt. Und bei einer Buchhandlung dieser Größe ist das viel. Ich habe Muskelkater in den Oberschenkeln und im Rücken. Das ist echt Wahnsinn. Ich bin sowas von untrainiert. Aber ja, ich freue mich so aufs Wochenende. Und ich habe auch gestern, ich war nicht imstande, also theoretisch hätte ich es schon machen können, dass ich mich nach der Arbeit noch hinsetze und irgendwas tue. Aber gestern nach der Arbeit war ich so, weißt du was? Nee, ich gönne mir jetzt einfach einen Abend in der Badewanne und dann flacke ich mich ins Bett und schlaf oder schaue irgendwas an. Und genau das habe ich auch getan. Und jetzt bereue ich es nur ein kleines bisschen, dass ich nicht produktiv war. Aber das werde ich heute natürlich nachholen. Heute geht es mir ein bisschen besser. Ich bin immer noch todesmüde. Aber dafür werde ich den ganzen Samstag durchzeichnen und auch Sonntag daran arbeiten, dass ich Metalheart fertig bekomme. Und dieses Video eigentlich auch. Und ja. Ja.